Ja, ich weiß, beginnt gleich. Immer. Ach, jetzt. Weil ich eben nicht weit genug weg. Noch einmal. Da bist du. Und in 3 Tagen sind wir immer noch dabei, dir zu folgen. Geben wir den Quatsch mal wieder ab. Ah, da seid ihr ja wieder. Und guter Dinge, wie ich sehe. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn ihr mit mir die Depa nun überreichen würdet. Da. Ich da kurz rüber. Danke, ich werde den Äther auffrischen, wenn wir bereit sind, den Talisman zu testen. Und ihr habt wirklich keinerlei Schwinde oder Übelkeit verspürt? Nichts dergleichen? Nö. Sollten wir? Sollte da was sein? Dann wäre die Wirksamkeit eurer Gabe bewiesen. Die Türme sollten euren Äther nichts anhaben können. Das ist schon mal gut. Schon mal sehr gut. Bis dahin. Damit kann ich euch nun unbesorgt für den eigentlichen Feldversuch einspannen. Ich danke euch für eure Hilfe. Oh, durch das Lesen geht halt verdammt viel Zeit flöten, ne? So viel dazu. Ihr wirkt auf mich wie eine Person, die sich allerlei Gefahren zu erwehren weiß. Würdet ihr mir noch einmal bei einer Aufgabe zur Hand gehen? Für die Entwicklung der Schutzamulette sind wir auf spezielle Tinte angewiesen, die wir aus Göttergras herstellen. Allerdings neigt sich unser Vorrat dem Ende zu. Ohne Göttergras gibt es auch keine Tinte. Okay. Glücklicherweise wächst dieses Gras hier in der Gegend. So können wir es problemlos beschaffen. Aber aufgrund der Entführung können wir Akasudare unsere Siedlung nicht allein verlassen. Würdet ihr mich daher begleiten? Ich werde euch natürlich auch für eure Arbeit entlohnen. Ja, hoffe ich doch. Puh, das beruhigt mich aber ungemein. Dann lasst uns gleich aufbrechen. Unser Ziel liegt in der Nähe von Kajayas Bühne. Wir müssen nur den Hügel hier wieder hinunter der Straße Richtung Osten folgen. Jo.
Da heißt ein Viech Hamza. Ja, da hinten muss ich hin, okay. Aber in die falsche Richtung. Ich mag es mir einbilden, aber werden wir verfolgt? Ja, werden wir. Jetzt. Das war furchtbar, dass die Entführer so nah sind. Ein Glück, dass ihr bei mir seid. Seid ihr unversehrt? Ja, ja, sind schon. Gut, es ist nicht mehr weit. Wir müssen nur noch ein Stück weiter den Hügel hinauf. Was für ein Zufall, ey. Zwei blaue Vögel. Wir sind da. Kajayas Bühne. Kajaya war eine große Tänzerin und ihre Anhänger nutzten diesen Ort, um die Kunst ihrer Ahnen zu würdigen. Das Göttergras wächst hier wie Unkraut. Ich beginne sofort damit, einige Bündel zu schneiden. Würdet ihr bitte die Augen offen halten für den Fall der Fälle? Ich glaube zwar nicht, dass wir so viel Pech haben, gleich zweimal angegriffen zu werden, aber wir sollten nichts riskieren. Ja, mal gucken. Ein. Jetzt. Ist das ein Akt? Das ist sogar eine gesprochene Szene. Müssen wir mal kurz was tappen. Die Furcht hält die Herzen der Leute eisig umklammert. Okay. Selbst der Handel ist mehr oder minder zum Erliegen gekommen, wie man hört. Eine schwere Zeit für den Magistrat. Wie ist das denn so, der Magistrat? Wie ist er? Gute Frage. Die wichtigste Person in ganz Razatan jedenfalls. Ursprünglich war diese Insel von zwei rivalisierenden Matanga-Clans bewohnt. Den Gajasura und uns, den Akasudara. Eines Tages siedelten die Aura vom Festland über und schlossen ein Bündnis mit unserem Stamm. Mit ihrer Hilfe gelang es uns, die Gajasura aus Tafnea zu vertreiben. Darauf folgte eine Zeit des Friedens und des Wohlstands, bis es sich eine Gruppe Churan in den Kopf setzte, unsere schöne Insel zu erobern. Es war eine blutige Zeit, sage ich euch. Aber aus den vielen Kämpfen ist die geeinte Nation erblüht, die wir noch heute unsere Heimat nennen dürfen. Und der Einiger Razatans war niemand anderes als der Vorfahr des Magistrats. Das Amt liegt nun schon seit Generationen in den Händen dieser Familie. Und das funktioniert ganz wunderbar.
Wir bestimmen die Geschicke unseres Landes selbst. Aber sollten Konflikte auftreten, steht uns der Magistrat helfend zur Seite. Ja, ich denke, so kann man das beschreiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Präsenz des Magistrats erlaubt es Razzatan, auf dem Nährboden der Harmonie und der Sicherheit zu gedeihen. Daher ist es umso wichtiger, dass ich dieses Forschungsprojekt erfolgreich abschließen kann. Für den Magistrat, der sein Vertrauen in unsere Künste legt, und für die Bürger Razzatans, deren Frieden am seidenen Faden hängt. Was ist mit der Grundformel? Das Verhältnis muss haargenau angepasst werden. Dann kriege ich schon wieder. Sieh an, sieh an. Gut, dass ich regelmäßig nach meinen Türmen sehe. Am Ende wäre mir dieses kleine Talisman-Projekt entgangen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ein junger Kerl hatte doch vor langer Zeit eine ähnliche Idee. Wie hieß er noch gleich? Namen hast du es nicht so, hm? Irgendetwas mit. Urin? Ach, das ist lange her. Ich bin durch viel zu viele Körper gegangen, um mich an solcherlei Einzelheiten zu erinnern. Mich auch. Hätten Sie mich auch. Ein Experiment Erfolg wäre das durchaus lästig. Ich finde das Voice Acting vor allem von ihm nur echt gut. Bei mir ist es halt, ich mag den Kerl nicht. Aber an sich hast du recht, ja. Das ist halt schon echt geil. Aber ich mag ihn nicht. Greift nach den Sternen. Mal sehen, wie hoch euer Wissen und eure Fertigkeiten euch tragen können. Du liebe Zeit, was sage ich denn da? Feuere ich sie einfach an? Am Ende offenbaren diese Seelen wohl doch noch ihr Temperament. So gern ich es ihnen auch versagen würde. Gott, schon wieder so voll hier. Wären sie bei den Zehen gekommen, da war kaum jemand. Nun stehen sie wieder alle hier. Danke für euer wachsames Auge. Ich habe nun ausreichend Göttergras gesammelt. Das sollte für eine Weile reichen. Wo kann ich das eigentlich hier einmal kurz irgendwie rübersetzen? Ja, kann ich. Das ist schon mal gut. Weil dann sehe ich den einen Chat besser, wenn ich das nämlich hier schon in der Mod-Ansicht machen muss, alles. Oh. Ich bin gewohnt, heute meine Mod-Ansicht alles zu machen. kehren wir lieber umgehend zum Werk zurück, bevor hier noch mehr dieser Entführer auftauchen. Okay. Nee. Ich gehe mir weg. Schön. Das finde ich voll schön. Meine erste Windquelle. Sehr geil. Die machen mir schon so langsam Sorgen, weil ich aber keine sehe.
Hier muss ich nicht hin. Nur wollen wir das mal, dass ich richtig gehe. Euch für eure Hilfe. Damit wäre die Vollendung unseres Talismans einen Schritt näher gekommen. Hier ist es nicht viel, aber möge es als kleine Zeichnung meiner Anerkennung dienen. Abschließen. Nun gut, ich fahre jetzt besser wieder mit der Fertigstellung unseres Talismans fort. Ah, wie ich sehe, seid ihr wohlbehalten zurückgekehrt. Ausgezeichnet. Ich habe eine wichtige Nachricht für euch. Verehrte Nitana. Mir wurde berichtet, dass euer Gallienerzvorräte zu Neige gehen. Was? Wie kann das sein? Wir hatten doch mehr als genug. Ja, das war auch bis vor kurzem der Fall. Allerdings haben die Erkenntnisse unserer verehrten Gäste Uriongji und Destinien dazu geführt, dass eine große Anzahl neuer Talisman-Prototypen angefertigt wurde. Der eine erzählt den Alchemisten, wohl von einer Methode zur Heilung der Besessenheit und der andere scheint erstaunlich viel über Drachen zu wissen. Ich verstehe. Nun, ich will mich nicht beklagen, falls wir dadurch einen Durchbruch erzielen sollten. Aber die Lagerbestände müssen weiter aufgefüllt werden, und zwar schnell. Wenn ihr es erwünscht, biete ich gerne meine Hilfe in der Sache an. Ihr habt ein großes Herz. Waschan. Und ich danke euch für euer Angebot. Aber ich kann ein Kind kaum dieser Gefahr aussetzen. Nicht mit all den Entführungen und Ungeheuern, die unser schönes Land unsicher machen. Es ist mir schon fast peinlich, dass ich euch schon wieder um einen Gefallen bitten muss. Aber würdet ihr uns neues Gallienerz besorgen? Es wird hier auf der Insel geben. Gewonnen. Dank seiner extremen Härte und ätherischen Leitfähigkeit wird es oft im Handwerk verwendet, nicht zuletzt auch in der Alchemie. Der Steinbruch, an dem das Gallienerz gewonnen wird, ist nicht weit weg. Wäre es euch möglich, diesen Auftrag für mich zu übernehmen? Ich danke euch. Sobald ihr dort eintrefft, sucht einen Mann namens Tenua auf. Er wird euch das Gallienerz überreichen. In dem Fall gestattet mir bitte, euch zu begleiten. Ich muss zum Stützpunkt des Himmelsheeres, der ganz in der Nähe des Steinbruchs liegt. Werte Nitana, würdet ihr uns zwei euer Hamza zur Verfügung stellen? Aber sicher doch, aber seid vorsichtig. Die letzten, die wir noch haben, sind noch nicht eingeritten und etwas scheu. Ich hole die Hamza zum Ausgang des Werks. Treffen wir uns dort, sobald ihr bereit seid, loszuziehen. Das ist ein Hamza. War das dieses komische Viech, was wir draußen gesehen hatten? Das von hier. Tschüss. Es ist unglaublich, dass schon 2 Stunden wieder vergangen sind seit der letzten Pause, ne? Das ist unglaublich. Aber ich werde einmal gleich nochmal kurz Wasser holen. Ich habe nämlich schon 2 Flaschen Wasser gebraucht. Ich will jetzt mal was gucken. Ah! Windederquelle. Mache ich aber noch nicht. Nee. Machen wir noch nicht. Erstmal machen wir nur Hauptstory. Aber erstmal ist es kurz klug hier. So. Ich bin dann gleich wieder da. Hat's geklappt? Ja, hat's geklappt. Sehr gut. So, bis gleich.
Halt mir nebenbei noch so. Ja. Brotdips? Pizzadips? Ich weiß nicht genau, was das sein soll. So, hier haben wir so Krieger geholt. Und hallo Kaya! Warte mal, ich muss einmal nochmal kurz in die andere Ansicht. So. Danke, ihr Lieben. So, wo muss ich hin? Also wenn ich jetzt ein bisschen am Knuspern bin, ne? Ihr seid vorgewarnt. Ich war nicht gerade produktiv beim Vorlesen, aber egal. Da sind unsere Hamsas. Ihr Anblick kommt euch vielleicht bekannt vor. Sie sind verwandt mit den Dodos aus Eosea. Ja, ein wenig. In Tavanir werden sie schon seit langem als Nutztiere verwendet. Auf der ganzen Insel findet man Höfe, die Hamsas züchten. Der größte dieser Höfe wurde erst kürzlich von einem der Ungeheuer aus dem Turm überfallen und niedergebrannt. Eine wahre Katastrophe. Das Himmelsheer hat daraufhin eine Garnison entsendet und an eben jedem Hof einen Außenposten errichtet. Meine nächste Aufgabe führt mich zu diesem Stützpunkt, der zufällig auch in direkter Nähe des Gallenerzfelsens liegt. Gott! Wenn ihr nichts einzuwenden habt, würde ich gern zuerst im Außenposten Halt machen. Ich bin bereit aufzubrechen, wenn ihr es seid. Was? Ich muss aber nicht auf den Viechern reiten, oder? Falls ihr abreise, werte Helden, das ist ganz entspannt. Ich und meine Hamsas werden die Führung übernehmen. Euer Tier wird uns automatisch folgen. Oh, das ist gut. Sehe ich das auch dir? Ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil. Gilbe Zeit für einen Teleport. Eieiei. Gott, sind die süß! Ach, ich darf mir gerade nicht drehen. Das lese ich jetzt aber nicht vor, ne? Ich will jetzt gerade mal essen. Wenn ich schon mal automatisch reisen kann, ohne dass ich mich bewegen muss. Das sieht so niedlich aus, ne? Oh, der Scheiß, das sieht so niedlich aus. Wären wir. Das Lager des Himmelsheers. Die vorderste Front in unserem Kampf gegen die Bedrohung aus dem Turm. Wen haben wir denn hier? Wenn das nicht der junge Waschan ist. Du bist vermutlich wieder im Auftrag des Magistrats unterwegs, nehme ich an. So ist es. Wir kommen gerade von Demias Werk. Die
Der Magistrat hat mich gebeten, euren Bericht entgegenzunehmen. Zugleich möchte er seine tief empfundene Dankbarkeit für die mutigen Frauen und Männer des Himmelsheeres ausdrücken, die einmal mehr an vorderster Front zum Schutz des Volkes Leib und Leben riskieren. Ihr ehrt uns, aber das Himmelsheer tut nur seine Pflicht zum Wohle Rassatans. Bitte richte einem Magistrat aus, dass wir in unserer Wacht nicht nachlassen. Allerdings scheint mir sein Umgang mit seinem Gesandten umso sorgloser. Verstehe mich nicht falsch, aber ein Kind hat an vorderster Front nichts zu suchen, auch wenn die Lage momentan ruhig sein mag. Dein Vorgänger war auch oft alleine im Auftrag des Magistrats unterwegs. Er müsste jetzt ungefähr 2 Jahre her sein, seit du in seine Fußstapfen getreten bist. Ich frage mich, wie es ihm seither ergangen ist. Wie die Gehilfen des Magistrats vor ihm, wurde er in ferne Länder geschickt, diplomatische Dienste vom Magistrat zu erledigen. Ich bin mir sicher, dass er wohlauf ist. Und um mich müsst ihr euch wahrlich keine Sorgen machen, verehrter Nabdeen. Meine Arbeit ist erfüllend und ich erledige sie aus eigenem Antrieb. Bitte denkt nicht schlecht vom Magistrat. Nichts lege mir ferner. Ich habe volles Vertrauen in unseren Magistrat. Mögen die Götter ihm immer wohlgesund sein. Und doch mache ich mir Sorgen um dich, mein Junge. Ich weiß, du willst nur deinen Teil beitragen. Aber du bist wie ein kleiner Bruder für uns. Wir wären untröstlich, sollte dir etwas zustoßen. Also sei vorsichtig, ja? Das werde ich. Versprochen. Und wer ist seine Begleiterin, wenn ich fragen darf? Sie sieht nicht so aus, als sei sie aus Tavernier. Gestattet mir, euch Aidaria Samfoto vorzustellen. Sie gehört der Gruppe von Gesandten an, die aus Eosea angereist sind, um uns bei der Herstellung der Schutzamulette zu helfen. Aus Eosea? Wie ich hörte, sind dort auch diese verfluchten Türme erschienen. Sagt, wie ist die Lage auf dem Kontinent? Ja, ne? Geht. Warum tauscht ihr euch nicht mit den Soldaten des Himmelsheeres aus? Es sollte sich also doch als äußerst fruchtbar für beide Seiten erweisen. Meint ihr nicht auch? Eine hervorragende Idee. Noch nie sahen wir uns mit einer solchen Bedrohung konfrontiert. Daher sind die Soldaten verständlicherweise nervös. Jedwede Information über die Türme ist Gold wert. Ihr beide hängt Waschan unseren Bericht aus und beantwortet alle Fragen, die er haben mag. Ach, die grüne Nonne. Was hast du? Ach so. Ich dachte gerade, was hat der denn da auf dem Kopf? Das lese ich jetzt gerade mal nicht vor. Liege ich nur. Ganz grob. Und habt ihr euch bei den Soldaten umgehört? Ich hoffe, die Unterhaltungen waren aufschlussreich. Normalerweise ist Rassatan als Handelspartner von Ost und West bestens über die Geschehnisse in der Welt informiert. Aber mit dem Ausbleiben der Handelsschiffe sind wir so gut wie von der Außenwelt abgeschnitten. Es ist dieser Tage schwer zu sagen, was für ein Abtavernier vor sich geht. Umso wertvoller ist das Wissen, das ihr mitbringt, werte Abenteurerin. Aber ich will euch nicht länger von eurer eigentlichen Aufgabe abhalten, die euch hierher geführt hat. Ich für meinen Teil muss mich ohnehin entschuldigen. Ich habe noch eine Aufgabe vor Ort zu erledigen und kann euch leider nicht zum geilen Erzfeld begleiten. Aber seid unbesorgt. Der Weg ist denkbar einfach. Ihr müsst nur ein Stückchen auf der Straße gen Osten folgen. Mit dem Hamsa sollte es nur ein kurzer Ritt sein. So kurz unsere gemeinsame Reise auch war. Ich habe sie sehr genossen. Ich hoffe, wir sehen uns schon bald wieder.
Hamza! Hamza! Ich darf selber reiten! Oh! Wie cool! Gott, ist das süß! Ich brauch solche Viecher. Hamsaweide. Hügel der Düfte. Und dann hoffe ich mal, dass es angenehme Düfte sind. Ah, da muss ich hin. Du bist ja ganz richtig. Das ist das Gallenerzfeld und ich bin Senua. Was kann ich für dich tun? Die Alchemisten brauchen Nachschub, was? Sicher, sicher. Wir haben hier genug, um die halbe Welt zu versorgen. Warte einen Moment. Ich hole dir eine Ladung. Die Alchemisten arbeiten Tag und Nacht, um einen Weg zu finden, den Turm loszuwerden. Da sollten sie alles bekommen, was sie brauchen. Das ist das Geringste, was wir tun können. Oh, ich nähere mich langsam unter 81. Langsam, aber sicher. Senua hat hier einen Sack voller... Achso, warum lese ich das vor? Kein Mensch weiß, warum ich das jetzt vorgelesen habe. Bitte schön, ein Sack voller Gallenerz. Das wird hier abgebaut. Das wir hier abgebaut haben. Wir haben die... Heben die qualitativ hochwertigen Stücke immer für die Alchemisten auf. Bitte richte unsere Freundin in Demirs Werk aus, dass wir ihnen sehr dankbar sind für ihre Bemühungen. Wenn sie mehr Gallenerz benötigen, müssen sie nur fragen. Garantiert laufe ich den Weg nicht zurück, vergesst es. Schön, wie ich das Gebiet auch finde, aber ich laufe nicht zurück. Ich sehe nichts. Danke für deine Hilfe. Du bist eine wahre Freundin. Und Verzeihung, dass ich mich so familiär gebe. Bei all deiner Unterstützung kann ich einfach nichts anders. Also, konntest du das Gallenerz bekommen? Jupp. Bevor wir werden jetzt erst reingekommen. Oh Gott, das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin froh, dass ich drin bin und ich gehe wahrscheinlich ungelogen. Ich gehe wahrscheinlich wirklich bis heute Nacht nicht mehr raus. Ich habe gesagt, ich werde heute nicht lange streamen. Das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Ich werde morgen todmüde sein bei Friendly Fire, wenn ich mir das angucke. Ich werde wahrscheinlich sogar vorher einpennen, bevor diese 12 Stunden um sind. Aber das ist mir sowas von scheißegal. Also ich werde durchhalten, weil Frisches wird mich auch wach halten. Aber... Nein. Ich will einfach nicht dran denken, was gewesen wäre, wenn wir jetzt erst reinkommen würden. Nee. Ich glaube dann, das wäre eine Wunschvorstellung. Ich genieße so lange, wie es geht heute FF14. Mir ist, glaube ich, fast alles egal. Außer wenn Fotos was passieren würde oder der Katze was passieren würde. Oder ich... Nee, nicht mehr, wenn ich verhungern würde. Nicht mehr, wenn wir nicht mehr zu essen hätten. Dann würde ich trotzdem weiter zocken. Die sehen ganz hervorragend aus. Beste Qualität, wie immer. Danke, dass du dich für uns darum gekümmert hast. Heute ist es akzeptiert. Ich werde es nicht anders machen, ja. Ja, also wie gesagt, zu lange. Also es wird nicht bis 2, 3 Uhr gehen, aber ich schätze mal bis 0 definitiv. Bis 0 Uhr geht's bestimmt. Weil ich habe gerade so Bock einfach auf die Story.
Das ist unglaublich. Damit haben wir genug Material, um den nächsten Prototypen anzufertigen. Wir sind schon sehr nahe dran. Wenn er fertiggestellt ist, sind wir bereit für den Warentest. Ruh dich noch etwas aus, bevor es losgeht. Du wirst deine Kräfte womöglich brauchen. Aber auch nur womöglich. Vielleicht sterbe ich auch vorher schon. Bei einem Versuch. Endlich eine kleine Pause zugestanden? Der Eifer der hiesigen Alchemisten macht mich ziemlich sprachlos, muss ich gestehen. Sie arbeiten bis an den Rand der Erschöpfung, um einen funktionalen Talisman in den Händen halten zu können. Ich kenne mich mit Alchemie und dergleichen ja so gar nicht aus. Aber sie machen den Eindruck, als wären sie ihrem Ziel schon sehr nahe, richtig? Das will ich auch hoffen bei der elenden Schufterei. Ganz gleich, ob in Eorzea, im fernen Osten oder hier in Tavner, überall stemmt man sich gegen eine unbekannte Bedrohung. Doch fließt in den Adern der Teloforoi nicht das gleiche Blut wie in den unseren? So befremdlich es auch sein mag, wir sind alle Kinder dieses Gestirns. So hinringt das verzweifelte Streben nach einer Zukunft mit der bitteren Sehnsucht nach dem Tod. Und im Zentrum dieser Schlacht steht letztlich nur eine einzige Frage. Gelingt uns der Griff nach dem GZ, Leben, Luna? Oder rinnt es uns alsbald durch die eigenen Finger? So ein Pathos sieht dir ähnlich. Aber wenn du recht hast, dann liegt nur eine Haaresbreite zwischen Sieg und Niederlage. Van Daniel und seine Todessehnsucht. Bei den Göttern, das ganze Leid, das er verursacht. Wie viele Leben er bereit ist auszulöschen. Und trotzdem, jeder von uns hier weiß, wie es sich anfühlt, an seinem tiefsten Punkt zu stehen und keinen Ausweg zu sehen. Diese finsteren Nächte, in denen jedes noch so gut gemeinte Wort hohl klingt und die Verzweiflung alles andere zu ersticken droht. Man kann es entweder erdulden und sich durchbeißen oder... Oder man scheitert. Je schwerer das Leben einem mitspielt, desto härter auch der Kampf scheint mir. Mit der Rache verhält es sich nicht anders. Man wird von dem Wunsch getrieben, jemandem Leid zuzufügen. Und bekanntlich erntet man ja, was man sät. Ganz genau. Wir geben es ungern zu, aber nicht immer treibt uns der noble Wille zum Leben. Viel zu oft ist es das Leid, der Zaun. Und in dieser Hinsicht liegen sie erschreckend nah beieinander. Ich verstehe. In dem Fall bleibt mir nur die Hoffnung, dass das Leben diesmal obsiegt. Nun, Gemeinschaft und Zusammenhalt könnten das Zünglein an der Waage sein. Die Anwesenheit des Hohen Ritters Rache ist der beste Beweis dafür, nicht wahr? Was ist? Böses Blut. Bin fast 82. Van Daniel? Durch Innis oder durch Hauptstory? Kein gutes Zeichen.
Vielleicht hat er Wind vom Plan der Alchemisten gekriegt. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist vollbracht. Hey, seht nur. Es ist uns wirklich gelungen. Wir haben einen Talisman. Seelenwächter soll er heißen. Er schützt seinen Träger. Welch frohe Kunde. Damit kann man sich dem Turm gefahrlos nähern. Wahrlich, eure Leistung stellt hier und heute die Weichen unseres Schicksals. Ich danke euch. Aber wartet mit derlei Lob, bis wir unseren Talisman auch erfolgreich zum Einsatz gebracht haben. Vor allem deswegen habe ich ausdrücklich um eure Anwesenheit gebeten. Ich möchte, dass ihr mich zum Turm von Sott begleitet. Wenn der Seelenwächter mir ausreichend Schutz bietet, besteht kein Grund zur Sorge. Und wenn nicht, bitte ich darum, mich unschädlich zu machen. Was auch immer dazu nötig ist. Mal gucken. Dazu wird es sicher nicht kommen. Ich vertraue in die Künste Tavaniers berühmter Alchemisten. Danke, das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich bin froh, dass ihr an meiner Seite sein werdet. Mhm. Nidana, ist das dein Ernst? Wie betroffen sie alle gucken, als wenn sie direkt ausgehen, jetzt mach doch nicht so dass es in die Hose geht. Wir müssen Vertrauen in unsere Arbeit haben. Ich als Leiterin doch erst recht. Scheinbar aber nicht, ne? Und sollte sich herausstellen, dass unser Talisman ein Fehlschlag war, dann lernt aus den Fehlern. Versprecht mir, dass ihr im Sinne der Alchemie handeln werdet. Wir behalten derweil das Werk im Auge. Lass mich raten, ich darf die Drecksarbeit machen. Sei vorsichtig, hörst du? Wenn sich Van Daniel tatsächlich hier herumtreibt, müssen wir auf alles gefasst sein. Wer weiß... Oh Gott, wie ich um mein Timing. Im Kopf schon durchgelesen, aber noch nicht gehört. Ich habe die Wachen an der Hamsa-Weide gebeten, uns ein Boot bereitzustellen. Triff mich einfach am nördlichen Ufer, sobald du bereit bist. Okay. Wir nehmen Quest gegen dich. Wir fahren mit dem Auto. Ja gut, das hier nehme ich zumindest schon einmal an. Machen werde ich es aber noch nicht. So, in einer ganz anderen Richtung. In einer völlig anderen Richtung. Da muss ich noch nicht hin. Warum habe ich heute so Pech mit dem Wetter? Gefällt mir nicht. Lass mich. Will nicht.
Das ist Boot. Nein. Nein. Ja. Ich habe meinen Magistrat beim Magistrat angefragt, ob er uns ein Boot organisieren könnte. Und wie immer ist auf ihn Verlass. Bleibt nur noch auf die Insel überzusetzen. Aber denkt dran, wenn ich doch besessen werden sollte, zögere nicht, mich auszuschalten, wenn es sein muss. Und vor allem, pass gut auf dich selbst auf. Wenn die Seelenwächter seine Wirkung verfehlen sollte, könnte ich es nicht ertragen, wenn du zu Schaden kämst. Versprich mir, dass du tust, was nötig ist. Gut, dann los. Je länger wir warten, desto nervöser werde ich noch. Bringen wir es hinter uns. Gott, es ist schon 15 Uhr gleich. Aber da gesummt. So langsam sollten wir in Reichweite der Ätherimpulse sein. Komm schon. Ja, gut so. Der Seelenwächter scheint zu funktionieren. Bei dir auch alles in Ordnung? Ach, ich bin gespannt, wie es sich näher am Turm verhält. Bislang läuft alles nach Plan. Der Talisman funktioniert genauso, wie er soll. Die Ätherimpulse scheinen keinen Effekt auf mich zu haben. Aber erst wenn wir es bis zum Eingang schaffen, dürfen wir einen richtigen Erfolg feiern. Oh, ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Fast geschafft. Das geht in die Hose. Damit ist es offiziell. Der Seelenwächter bietet echten Schutz. Sobald wir eine ordentliche Zahl davon sind... Oh, gleich passiert doch was. ...können wir uns an die Erkundung des Turmes machen. Lass uns schnell zurückkehren und die gute Nachricht verkünden. Habe ich es befürchtet. Entspann dich doch, meine Güte. Mit diesem Gestrampel ziehst du dein Leid nur unnötig in die Länge. Nein, das darf ich noch, will ich nicht. Tragisch, tragisch. Du hättest es beinahe geschafft. Aha. Interessant. Derselbe Mechanismus also. Huch, starr mich doch nicht so an. Habe ich etwa dein Missfallen erregt? Nein, gar nicht.
Meine früheren Gönner hätten sich bei einem solchen Anblick gefreut wie verrückt. Gejauchzt und getanzt hätten sie. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wäre das auch nicht wesentlich angenehmer. Frühere Gönner? Du willst, dass ich aus dem Nähkästchen plaudere? Na schön. Ich bin der Aschien von Daniel. Aber das hatten wir schon. Unvollkommen und dergleichen. Du erinnerst dich? Wie könnte ich das vergessen? Ich erbte mitsamt meiner Position auch die Seele jenes Mannes, der den Sitz des von Daniel innehatte, als die Welt zerbrach. Soweit die Theorie jedenfalls. Aber wen kümmert schon die trockene Theorie? Ich wurde als der geboren, der vor dir steht, und habe auch als solcher gelebt. Nach vielem Wenn und Aber habe ich mich irgendwann den Aschiens angeschlossen und erhielt somit auch das Wissen und die Erinnerungen des alten von Daniels. Aber sie haben sich nie wirklich wie ich angefühlt, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du also wirklich wissen willst, wer ich bin, sollte ich dir wohl meinen Namen verraten. Der, den ich trug, bevor ich ein Aschien wurde. Auch wenn ich ihn längst nicht mehr nutze. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du dich bereits des Öfteren in allergischen Ruinen herumgetrieben hast. Dann sagt dir mein Name vermutlich sogar etwas. Amon. Ich heiße Amon. Einst gab es ein reiches Land. Ein Land, in dem die Freiheit regierte und niemand je um das Morgen bangen musste. Vollkommen und glücklich. Und genau deswegen erlag es der Fäule. Du bist ein Genie, Amon. Wie ist dir so ein wahnsinniges Experiment überhaupt eingefallen? Wirklich fantastisch. Als er aufgewacht ist und feststellen musste, dass sich sein Kopf in den einer Kuh verwandelt hat, ist er komplett in Panik verfallen. Schreien wollte er, aber er konnte nur noch buhen. Ich und meine Freunde haben Tränen gelacht. Mein Herzblut steckt in dieser Forschung. Und diese unwissenden Narren verlachen sie als billigen Klamauk. Aber wenn es nur um mich ginge. Sie brauchen permanente Unterhaltung. Greifen selbst nach Nichtigkeiten, um das Verlangen danach zu stillen. Dieses Land ist krank, aber ich werde es heilen. Mit der Wiederauferstehung des Reichsgründers. Es war vollbracht. Mein Plan ging auf. Unsere Heimat erstrahlte endlich wieder in ihrem alten Glanz. Wir waren von einem Feuer ergriffen, das versprach, nie zu erlöschen. Doch der ehrenwerte Kaiser, der die Flammen unseres Wohlstands mit seinem Größenwahn schürte, wollte mehr. Immer mehr. Amon, denke stets daran. Das Sand ist auch aus Final Fantasy 3, meine ich. Ganz gleich, wie viele Eroberungen du dein nennst. Ganz gleich.
auf welche Errungenschaften du blickst. Der Tod macht sie alle null und nichtig. Nichts ist von Bedeutung. Nichts. Du ahnst es bereits, nicht wahr? Der Kaiser wird die kommende Schlacht nicht gewinnen. Daher bin ich hier, um dich zu holen. Deine Methoden missfallen uns zuweilen, aber unserem kritischen Auge ist nicht entgangen, über welch Können und Verstand du verfügst. Der Sitz des Van Daniel ist seit kurzem unbesetzt. Das Amt soll deines sein. Ich persönlich hätte dich wirklich lieber als Kamerad an meiner Seite, als dich mit diesem Land vergehen zu sehen. Nur zu, schicke einen deiner Klone in den Kristallturm und überzeuge dich selbst. Von dem, was dich erwartet. Ich fand das Ende aller Glorie. Mein armer Kaiser sollte schließlich Recht behalten. Was man auch erreicht, am Ende zerfällt alles zu Staub. Und das Leben ist letztlich nur eine Reise gen Vergessenheit. Wie nett von dir, dass du meiner bescheidenen Geschichte etwas Zeit gelegen hast. Ich will dich aber auch gar nicht länger aufhalten. Keine Angst, deiner Freundin hier geschieht schon nichts. Schließlich können sie und ihre Artgenossen ihr Tod keine Prima je mehr beschwören. Sterben werden sie nur dann, wenn du versuchst, sie gewaltsam aus meinem Turm zu zerren. Nett. Also husch, husch, auf zu deinen Kameraden. Es gibt doch sicherlich Rettungspläne zu wummern. Kann ich ihm einmal bitte reinhauen? Nur einmal. Aber versprich mir, dass wir uns bald wiedersehen, ja? Ich und seine Majestät erwarten dich auf einer interessanteren Bühne. Ein Nebenschauplatz wie dieser hier ist schließlich völlig ungeeignet. Hey, da sind aber sogar noch ein paar Plätze frei. Da konnten wir uns damit hingesehen. Und theoretisch. Oder ging nicht, ne? So, ich würde gerne mal zurück. Ja, ausgerechnet jetzt. Jetzt komme ich wieder mit meinen... Ich teleportiere mich überall hin, weil ich zu faul bin zu laufen.